Ja, Ralf, zum Abschluss eine sehr, sehr herbe 5:2 Niederlage beim LASK, trotzdem Platz 4 geschafft. Wie ist denn die Gefühlslage momentan? Ja, wirklich gemischt. Niederlage tut immer weh, dass dann so deutlich ausgefallen ist, vor allem nach einer Halbzeitführung, ist einfach schmerzhaft. Ja, im Gesamtkonnex sind wir natürlich sehr froh, dass wir trotz dieser Niederlage die Europacup-Qualifikation geschafft haben. Leider haben wir unseren Teil heute nicht dazu beitragen können, aber selbst mit einem Sieg hätten wir ja nicht den dritten Platz heute erreichen können. Insofern muss man auch dieses Spiel so nehmen, wie es ist, auch die Lehren wieder daraus ziehen und die Saison jetzt einmal sozusagen einmal in der Gesamtbetrachtung dann auch so bewerten. Steht der vierte Platz jetzt unterm Strich genau für das, wofür diese ganze Saison steht? Ja, der vierte Platz steht einmal dafür, dass wir dieses Minimalziel, was wir vor der Saison ausgerufen haben, sich für den Europacup zu qualifizieren, erreicht haben. Das ist was Positives. Ich glaube, jetzt das letzte Spiel war jetzt wirklich so wieder so ein Wechselbad der Gefühle, wie wir es in diesem Jahr ja wirklich des Öfteren erlebt haben, mit guten Spielen, mit Highlights, mit Derby-Siegen, mit riesigen Enttäuschungen, Cup-Niederlage, dann immer wieder, gerade jetzt die letzte Phase in der Meisterrunde, sehr positive Resultate und auch Leistungen, jetzt zum Abschluss wieder das. Ja, wir müssen einfach die Lehren daraus ziehen, mehr Konstanz auch reinbringen in unsere Leistungen, in unsere Ergebnisse und einfach mit sehr viel Zuversicht und sehr viel Motivation dann in die neue Saison starten. Über all dem steht jetzt noch zum Abschluss die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Wir werden morgen ganz normal alles aufarbeiten, die Saison einmal abschließen, werde die Gespräche mit dem Trainerteam dementsprechend führen und die Mannschaft geht dann auf Urlaub und dann top vorbereitet, oder ich sage einmal, gut vorbereitet aus dem Urlaub in eine Top-Vorbereitung startend, gehen wir es dann wieder an Mitte, Ende Juni. Und die Trainerfrage wird sich ja wann klären? So wie ich mir immer gesagt habe, nach Beendigung der Saison, das ist jetzt passiert, gibt es uns einfach die Zeit, da wirklich mit allen noch zu sprechen. Es muss auch die gremialen Letztbeschlüsse müssen nur gefasst werden und dann werden wir es Mitte, Ende der Woche auch offiziell bekannt geben.